Okay, das heißt, ich muss jetzt alle Dinger zerstören. Da haben wir eine Leiter, da muss ich wahrscheinlich dann hinlaufen. Aber ich weiß, dass dieses Schwein hier irgendwo rumgeistert und mich wahrscheinlich auch noch irgendwie umhauen wird. Zwingung einer vorübergehenden Stillstand der gesamten Maschine sicherlich ausreichend, dadurch sollte der Dampfdruck dann fallen. Oh man, das du gerissener alter Sack. Ich kann fühlen, wie sich diese Schrecken, diese Trauer, dieser Betrug zur Kasserei aufkochen. Ich werde dich aufhören, ich werde niemals Sklave sein, wenn diese Maschine mein Erbstück ist, da so bin ich der Übermensch. Ja. Oh Gott! Okay. Aber ich glaube, die können nicht klettern. Wir gucken uns die mal eben an. Ne, sehen halt schon eklig. Okay, ich gehe jetzt einmal hoch, nicht, dass ich gleich runterfalle. Also ich glaube, dass wir hier kurz vorm Ende sind, dementsprechend werde ich einfach diesen ganzen Part jetzt durchreißen und durchziehen. Ach stimmt, der Druck steigt ja wieder an, ne? Oh, komm schon, komm schon! This is Reginald Landis. This is Reg King Trent Interview. I will stop you. I will save them. You are too faithful. It begins. My work has begun. Kill them, my peas. Kill them all. Okay, töte sie alle. Aber ich habe noch ein paar Notizen. Oh Gott. Schnell jetzt durch die Rohre, bevor der Druck wieder hergestellt wird. Und sie sich mit ätzendem Dampf füllen. Ich spüre, wie sich die Maschine wegen mir selbst anfaucht. Wie sie ihr unheiliger, unmenschlicher Geist sich hin und her windet. Und wie sie in ihre finsteren Tentakel zur Reparatur des Schadens durch ihre Schaltkreise schickt. Ich werde zu den Straßen zurückkehren. Ich werde Hilfe holen und den Zorn der Leute auf die Maschine loslassen. Man wird sie bis auf die Grundmauer niederbrennen und diesen bösen Ort für alle Zeiten unter die Erde versiegeln. Dampfabzug. Über mich herum sind die Donner der Maschine und kochend heiße Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich bin ein Hummer mit geplatzendem Panzer. Meine Durchblutung ist eingeschränkt, mein Lebensantrieb beeinträchtigt. Der Dampf wird mich kochen, es sei denn, ich kann ihn irgendwie abschalten. Ja. Okay. Alles für die ihre Rettung. Natürlich werden sämtliche Innereien, die wir nicht über unser System verkaufen können, dem Arbeitshaus gespendet. Wir werden sie für den höchstgenährtesten Unglücklichen in ganz London. Oh, warum nicht? Okay, ich hatte gerade einen leichten Hänger gehabt, so habe ich das vernommen. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was bei der Aufnahme gleich überprüfen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn gleich irgendwas flöten geht. Ja. Wäre wirklich ärgerlich. Türen auf.
God, no, what have I done? Mandus, I know you are out here. I own this city. I am this city. No, this is not what I meant. This is not what I meant at all. Sonne, seid dober. Niemand vermisst die Armen. Treibt ein paar Weisen zusammen und die Welt wird dir dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist dir sicher. Bring ein Bettler zur Strecke und eine Lady ist wieder sich unterwegs. Ich hasse sie. Ich hasse sie mehr als alle anderen. Dieses Privileg, diese Überheblichkeit, diese sogenannten Anführer, diese Säulen der Gesellschaft, diese Reichen und Überspannten, sie mögen ihren Schmutz zwar innerlich tragen, aber trotzdem sind sie nicht weniger schmutzig. Oh, ich habe Pläne für sie alle. Wir werden sie nähren und dann werden wir sie an ihnen nappen. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Hier wahrscheinlich. Redeem yourselves. Redemption is at hand. Enter the cleansing and set your souls free. For you are born into filth and will die as pigs. Only through my redemption can you ascend to the skies and claim the heavens as your kingdom. Fall on your knees, ashes. Ashes, bones and ashes, for the pile will reach critical and we can... Ja, ich starre mich im Spiegel an. Den Penis in der Hand, mein Spiegelbild grinst mich an. Sein Mund ist voller Schwefel. Lost. Eitel, nah, spottet er. Bist du wirklich so viel anders? Glaubst du wirklich, deine bösen Taten sind schlimmer als der Rest von ihnen? Du bist nur ein schwacher Mann, ein Produkt seines Zeitalters. Derselbe wie jeder andere, das ist das Reich Schwachkopf. Dies ist die tötende Dummheit, das natürliche Ergebnis des Sozialarwinismus. Wenn du böse bist, dann ist die Welt böse. Du lässt das Blut halt auf die Straße laufen, anstatt es im Armenhaus zu verbergen. Du hältst die Klinge und ziehst die selbst durch. Du bezahlst keinen Handlanger dafür, dies für dich zu erledigen, wo du es nicht sehen kannst. Wenn du böse bist... Dann bist du zumindest aufrichtig böse und das alleine macht dich zum Übermenschen. Und so wasche ich meine Hand und gebe ins Bett. Such a burning, but this city will shine as a beacon of redemption for the world. Aber irgendwo muss er doch sein. Wir können ihn doch irgendwie zur Strecke legen, irgendwie jetzt. Do you hear me, Mandus? This is what you plan. Oh Gott! Lauf! Scheiße! Dreh dich nicht um! Ah! Lauf! Oh. Unglaublich hier. Where are my children? Straßen und Gassen. Auf der Straße laufen so viele dieser verdammten Biester herum und sie stammen alle aus den Maschinenräumen. Bei meinem Aufstieg an die Oberfläche zählte ich drei dieser verdammten Hebebühnen, was nahelegt, dass die Maschine dies schon einige Zeit lang geplant hatte und dazu Schmuggelwege überall in diesen Vierteln eingerichtet hat. Wenn ich mich richtig orientiere, dann sollte ich jenseits der Gasse direkt über dem Zündungsraum stehen und ich könnte wetten, wenn ich dort eine Hebebühne finde, wird sich mich direkt zurück ins Herz der Maschine bringen. Okay, und das ist unser Ziel. Wir müssen das zerstören, was wir hier angefangen haben. Oder mehr oder weniger.
Richtung der Welt. Eine fehlende Ader, das sehe ich nun. Wir müssen sie finden, diese Schriftrollen, diese alten Worte, geschrieben auf Metallstäbe, die im Halbdunkel in der Dämmerung glühen. Dieses Zwielicht. Ja, das ist nicht normal hier. Okay, komm schon. Ich bin jetzt bei 31 Minuten, ne? Ich bin echt überlegt, ob ich die Glocke mal schneiden wollte, weil es doch echt so eine halbe Stunde schon echt nicht viel ist. Schlecht viel. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn ich es geschnitten habe, dann habe ich es geteilt. Geh auf! Gegenangriff. Ich bin zurückgekehrt, ein Racheengel, abermals ein Saboteur. Ich werde einen Weg finden, diese gewaltigen Schlachtvorhaben aufzuhalten. Schwere Zerstörung hat schon einmal bewirkt, dass sich das Herz öffnet und die Maschine so konfus wird, dass sie ihre Schlösser und geheimen Zugänge aufsperrt. Und ich muss sie aufs Äußerste schockieren, ihr in die Augen stechen, ihre glühenden Draht in den Ohren schieben, ihre Zähne einschlagen und ihr Glas in jede Körperöffnung schieben. Das wird ihr den Atem verschlagen. Und in diesem Moment werde ich ihr den Hals kriechen und ihr von innen ins Herz stechen. Der eiserne Butler. War das Menschen? Ach ja. Der eiserne Butler. Kommen wir da um? Ich gucke mich gerade ein bisschen um. Gefahr, Verbindung X, kein offenes Feuer, kein unangeschirmte Elektrik. Eigentlich wollte ich das sehen. Diese Elektrifizierung zu berühren muss eine sichere Druckdose, auch zum Verwirren der Maschine und zum guten System, aber dieses Mal nicht mit Abwasser, sondern mit kochendem, schäumendem Flüssigkeit. Ich geh nochmal eben da vorne hin, nicht dass ich irgendwo jetzt was vergesse. Also ich dachte noch eine Tür. Hier gibt's zu. Free. Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Okay. Habe ich überall Türen, kann ich aber nicht öffnen. Da geht's weiter. Von da kommen wir alles klar. Also ja. Verbindung ist kein offenes Feuer, kein unangeschirmten Elektro. Ja, wir haben ja schon einen Teil davon getan. Dieses abscheuliche Gebräu, diese Verbindung X, ist das Arteriengut dieses Schreckens. Wird es gekocht, so erzeugt es den Dampf, den die Kolben antreibt. Hier aber ist es eiskalt, umspült, zur Kühlung der Komponenten. Warum wird es immer kälter, je tiefer ich komme? Was ist das für ein bedeutendes Gefahren, das derart viel Hitze erzeugt, dass die Maschine wie mit einem Cocktail aus Blut und Fakalen abgelöst ist? Das werden wir, ich denke mal, gleich herausfinden. Oh, da kann ich gut was reinschmeißen. Ja, das finde ich ja toll. Das
Da muss ich lesen. Kühlpumpen. Ich spüre eine Gelegenheit für meinen ersten Schlag. Wenn ich diese Zahnräder mit einem geeigneten Objekt blockiere, sollte dadurch die Kühlmittelfluss unterbrochen werden, wodurch sie einen Überdruck aufbaut und die Rohre spalten und die Kühlmittelbehälter packen können. Ja, das mache ich. Das hier. Komm schon. Ja, komm schon. Ein richtiger Saboteur jetzt hier! Jetzt köpft mich mal alle! Okay. Muss ich da runter? Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier runterklettern kann. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen kann. Also gehe ich jetzt einfach mal wieder. Okay, das war schon mal nicht. Ja gut, das war ein doofer Tod. Nicht, dass ich hier was vergesse, aber da kann ich wohl nichts machen. Gut, dann gehen wir so. Wir gehen wieder zurück und dann schauen wir mal, was uns da noch findet. Kann ich nichts machen? Okay. Okay, ja, da sind wir geplatzt. Hier läuft alles voll. Sieht schon mal gut aus. Ja, hier ist alles voller Wasser. Okay, das ist wieder zurückgegangen, warum auch immer. Ah, jetzt. Ah, dahin geht's weiter. Ah, okay, jetzt weiß ich, was ich eben falsch gemacht habe. Ich war ein bisschen voll gefangen. Ich würde sagen, jetzt ist erstens der Strom. Okay, die Maschinen. Und ob das. Ach, gibt gar nicht. Die Kupplerei. Kann ich gerade machen? I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Magnus. My great works are almost begun. Okay. Nein. Das sind doch nicht meine Kinder, oder? Ich entferne mich von diesem Tempel, diesen kleinen Steinhaufen unter den Rododen drängen. Okay. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerschale, kopflose Brustkörbe in kühlen Steinen hinter den Altären, 3000 Meilen auseinander, ich verfolge mein Leben für diesen Augenblick zurück. In uralten Steinen geätzte Wasserablaufrinne. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fahlenden Wasser. Ich zerhacke und würge und erbreche mich ins Wasserwaschbecken und ergreife es mit beiden Händen und ich starre dort im Abfluss so klar wie der Tag ein Spielzeug Rückgrat.
Spielzeugrückgrat. Ganz präzise und intrikat, wie das Rückgrat eines Kindes. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und leg es auf den Kaminsims, neben das Ei. Mich selbst lege ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexikon. Ich hoffe nicht, dass es meine Kinder sind. Okay, ich mach mal ein bisschen riskanter hier. Okay, trotzdem habe ich Schaden genommen. Der Weg zur Kuttlerei. Jetzt ist sie schwer verwundet. Jetzt ist sie schwer verwundet. Dessen bin ich mir sicher. Sie spottet nicht mehr. Ich fühle sie unter mir wie ein verletztes Tier zittern, das sich flach auf den Boden presst. Ich spüre, dass sie Angst vor mir hat und ich hasse sie umso mehr, wie ich mich selbst hasse, sie entfesselt zu haben. Das Blut pocht in meinem Kopf. Meine Zähne vibrieren. Das brennende Fieber lässt mich wirken. Ich bin ein Todesengel, der zum Ersticken der Erstgeborenen für den Tod der zwei hinabstieg, die nach ihnen kamen. I am here again, at the foot of those stairs, towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Okay, ich sehe da hinten nämlich was.